Pastor Müller erwähnte etwas von dem Professorenforum, soll ich kurz was zu sagen. Nach meinem Lehrerstudium für englischen Sport an Gymnasien, das ich 1974 abschloss, in dem ich festgestellt hatte, dass an der Universität eine ziemlich einseitige geistige Kultur herrscht, in der man gewisse Themen am besten nicht anschneidet, wenn man eine Karriere da haben will, zum Beispiel die christliche Weltanschauung, und sich dazu noch stellt, obwohl unsere Universitäten ihre Existenz eigentlich dieser Weltanschauung verdanken. Das wissen viele gar nicht mehr. Die älteste deutsche Universität Heidelberg hat ein steinernes Zepter, so als Wappensymbol. Da sitzt in der Mitte erhaben Christus, der Lehrer, und um ihn herum vier Schüler, die die damaligen Fakultäten repräsentieren. Jurisprudenz, Theologie, Philosophie, Medizin. Auf gleicher Ebene lauschen dem Schüler. Das Sinnbild der Universität, Universitas, wer so ein bisschen Latein versteht, unus, einer, Diversiertheit, das auf einen gerichtet sein, bedeutet eigentlich Universität. In Heidelberg in Stein gemeißelt. In Freiburg steht das auch noch über dem Kollegiengebäude. Die Wahrheit wird euch frei machen. Der Jesus hat mal gesagt, wenn ihr schweigt, werden die Steine predigen. Und in Freiburg ist das noch der Fall, sogar in Gold. Also das ist auch so der Hintergrund. Und ich dachte, das ist ein bisschen einseitig, was hier abläuft. Da müsste man was dagegen tun. Dann traf ich auf die Studentenbewegung Campus für Christus im Laufe des Studiums. Und Gott hat es dann so geführt, dass ich da mitarbeitete, nachher voll beruflich, um unter Studenten die Möglichkeit zu schaffen, dass sie sich wieder mit den Originalen, mal mit den Quellen auseinandersetzen, die meisten ja niemals gelesen haben. Nur dritter, vierter Teeaufguss, irgendeine schlechte Pfarrererfahrung, jemand, der ihnen Kritik nur erzählt hat. Das ist so das Bild, was viele Akademiker mit sich tragen und meinen, damit könnten sie den Glauben beurteilen. Da habe ich einige Jahre gedient und mit 45 war ich dann alt genug, dass Gott mir so einen neuen Schubs geben konnte und fragen, was machst du jetzt eigentlich, ist das das Beste? Und dann wurde ich auf die Professoren aufmerksam, weil das sind eigentlich die Leute, die das Klima an der Uni prägen. Dann habe ich ein Professorennetzwerk begonnen aufzubauen, das heißt jetzt Professorenforum. Und da sind viele christliche Professoren engagiert, unterschiedlichster Fakultäten, unterschiedlichster Konfessionen, um das wieder ins Gespräch zu bringen an der Uni, Veranstaltungen auf akademischem Niveau zu machen, wo Glaube und Wissenschaft zusammen als zusammengehörig deutlich werden. In dem Rahmen habe ich Vishal Mangalwadi getroffen, erst durch sein Buch letztes Jahr. Und als ich dieses Buch las, konnte ich mir nicht helfen, laufend mich zu ärgern. Und zwar deswegen, weil ich mich fragen musste, warum habe ich diese Dinge nicht in der Schule gelernt? Warum habe ich da in Geschichte nichts von gehört? Gut, die humanistische Bildung, die hatte nicht so viel Wert darauf gelegt, die Bibel jetzt wahrhaftig rauszustellen, wie sie unsere Kultur geprägt hat. War nicht ihr Ziel. Aber warum habe ich von meinem Pastor nichts darüber erzählt? Das ist dann schon kritischer erzählt bekommen. Jedenfalls hat mich das sehr aufgewühlt und dann wurde das Buch ins Deutsche übersetzt im November und dann kam der Redner nach Deutschland, der Autor, und dann war für mich klar, den musst du schnappen und dir begleiten und an die Unis und wer immer offen ist, der Mann muss in Deutschland bekannt werden. Heute Abend wird er zum Thema der Ausstellung sprechen und Vishal, ich darf dich bitten, Vishal, may I ask you to come to the front? Er versteht kein Deutsch, das hat man jetzt gerade wieder gesehen. Deshalb muss ich ihn übersetzen. So ein Glas Wasser ohne Sprudel kriegen wir doch noch. Ach da, wow, das ist ja wie Zauber, habe ich gar nicht gesehen. Thank you very much for coming this evening and for inviting me. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und auch für die Einladung. I feel like saluting your city. Ich komme mir so vor, als dürfte ich jetzt ein Grußwort an die Stadt richten. This weekend you are celebrating your city. An diesem Wochenende feiern Sie Ihre Stadt und die Stadtrechte. And you're starting with this celebration of the Bible. Und Sie beginnen mit dieser feierlichen Ausstellung der Bibel. That is absolutely right. Das ist völlig richtig so. Because the thesis of my book is, denn die These meines Buches lautet, that the Bible is the soul of Western civilization. Dass die Bibel die Seele der westlichen Zivilisation ist. And not many people believe that today. Heute glauben das nicht mehr viele Leute. But many years ago I was arrested. Aber vor vielen Jahren wurde ich ins Gefängnis gesetzt. I've been to jail a few times. Ich war mehrmals im Gefängnis. This particular time I was arrested because I was defending. An diesem speziellen Anlass wurde ich verhaftet, weil ich
jemand verteidigte. The right of an untouchable young man to become a medical doctor. Ich verteidigte nämlich das Recht eines jungen Mannes aus der Kaste der Unberührbaren, die unterste in Indien, dass er Arzt werden dürfte. The member of parliament, das Mitglied des Parlaments, she asked her city elders to beat him up. Sie hat ihre Stadtältesten darum gebeten, diesen Mann zusammenzuschlagen. She asked the highest police officer, district magistrates, to arrest this doctor. Sie hat ihren höchsten Polizeioffizier in dem Distrikt gebeten, den festzunehmen. On totally false charges. Mit völlig erfundenen falschen Anklagen. Because the city elders didn't want him to be a doctor. Weil die Stadtältesten nicht wollten, dass dieser Mann ein Arzt wird. I didn't understand why. Ich verstand nicht, wieso überhaupt. A Muslim lawyer explained to me. Und dann hat ein muslimischer Anwalt mir das mal erklärt. That for thousands of years the upper castes have been raping low caste women. Er sagte, tausende Jahre lang haben die oberen Kasten die Frauen aus den unteren Kasten vergewaltigt. Now this low caste young man has acquired the authority to ask an upper caste woman to undress in front of him. Und jetzt hat dieser junge Mann aus den untersten Kasten das Recht erworben, durch sein Medizinstudium eine Frau aus der Oberschicht zu sagen, sie solle sich bitte ausziehen. That is not acceptable. Das ist völlig unakzeptabel. So there was lot of persecution. He was thrown in jail. Er wurde richtig verfolgt, ins Gefängnis geworfen. All the lower caste people, the upper caste gangs went door to door intimidating them. Alle Leute aus der Oberklasse gingen von Tür zu Tür an die zu den Unterklassenleuten und ängstigten die, bedrohten die. I was running programs to develop the poor. Ich hatte gerade Sozialprogramme begonnen aufzubauen, um den Armen zu einem besseren Leben zu verhelfen. We were running 13 schools. Wir hatten 13 Schulen ins Laufen gebracht. And trying to focus on helping those untouchables who weren't being educated. Und ich versuchte mich gerade auf diese Unberührbaren zu konzentrieren, die Analphabeten waren. But I realized that this medical doctor was doing more than I was doing. Aber ich stellte fest, dieser Arzt, der tat mehr zur Zielerreichung, als ich tun konnte. He was an icon. Der war wie eine Ikone, ein Vorbild. He inspired the lower caste children to study. Er inspirierte die Kinder aus den Unterschichten auch zu studieren. If he cannot practice his profession with dignity, wenn der jetzt seinen Beruf nicht mit Würde ausführen durfte, then the poor people, untouchables, have no motivation to study. Dann haben die Unberührbaren, die Armen, überhaupt keine Motivation mehr, sich auf das Studium einzulassen. What's the use of studying if we can't practice any respectable profession? Wozu studieren, wenn wir nachher doch keinen respektablen Beruf ausführen dürfen? So I was, when I began a protest, I was thrown in jail. Als ich dann eine Protestbewegung auslöste, wurde ich gleich ins Gefängnis geworfen. And that gave me the time to try and understand. Dadurch hatte ich dann die Zeit zu verstehen versuchen. How did the West succeed in cultivating a respect for every individual? Wie ist es dem Westen gelungen, für jeden einzelnen Menschen Respekt zu entwickeln? Where does this idea of human dignity or human equality come from? Woher rührt denn diese Idee der Menschenwürde oder der Gleichheit aller Menschen? Where does this idea of human rights come from? Wo kommt denn die Idee der Menschenrechte her? Well, we don't see human beings equal. Wir sehen doch Menschen nicht, dass sie nicht gleich sind. We've had great philosophers and sages in India. Wir hatten in Indien große Philosophen und Heilige. They could see everybody was unequal. Die konnten sehen, dass alle ungleich waren. And their philosophical problem was, why are people unequal? Und ihr philosophisches Problem war, warum sind Menschen ungleich? Why are men and women unequal? Warum sind Männer und Frauen ungleich? And they came up with different theories. Sie hatten verschiedene Theorien entwickelt. That God created us unequal. Gott hat uns ungleich erschaffen. The highest caste, the Brahman, he made from his mouth. Die höchste Kaste, die Brahmanen, hat er aus seinem Mund geschaffen. The warriors he made from his arms. Die Krieger hat er aus den Schultern und Armen geschaffen. The merchants he made from his thighs and belly. Die Händler hat er aus den Hüften und dem Bauch geschaffen.
And the peasants he made from his feet. Und die Bauern, die hat er aus seinen Füßen geschaffen. So they are untouchables. We can't sit with them. Our children cannot study with them. Die sind also unberührbar. Mit denen können wir nicht zusammensitzen. Viel weniger unsere Kinder mit denen zusammen studieren. But even the highest caste are unequal. Aber auch in der höchsten Kaste gibt es Ungleichheit. Some are rich, some are born in poor homes. Einige reich, einige in armen Elternhäusern geboren. Some children are born healthy, others are born lame or blind. Einige werden gesund geboren, andere lahm oder blind. So why are children born unequal, male and female? Warum werden Kinder ungleich geboren, auch männlich und weiblich? So our wise people invented a second theory. Also haben unsere weisen Leute noch eine zweite Theorie entwickelt. The children are born unequal because of their karma in previous life. Kinder werden ungleich geboren aufgrund des Karmas in ihrem vorausgegangenen Leben. If you are born a woman, wenn du als Frau geboren wirst, it's because your karma in previous life were poor. War es deswegen, weil dein Karma im vorausgegangenen Leben arm und schlecht war. If you serve me well, wenn du mir als Mann, wenn du Frau mir als Mann gut in dienst, your next life you will have a better birth. Dann wird es dir besser gehen im nächsten Leben. So karma and reincarnation was a philosophy to explain inequality which was evident. Karma war also eine Theorie, um diese Ungleichheit zu erklären, die offensichtlich vorlag. Now you may not believe in karma and reincarnation. Sie glauben jetzt vielleicht nicht an das Karma und die Reinkarnation. You might choose to believe, no, we have evolved from monkeys and lower animals. Sie wählen sich vielleicht lieber die andere Theorie, wir haben uns aus Affen und niederen Tieren hochentwickelt. Well, why is there a theory called evolution? Warum gibt es da überhaupt so eine Theorie, die Evolution heißt? Because everybody can see the different species, different races are in unequal. Jeder kann das doch sehen, dass es unterschiedliche Rassen, unterschiedliche Arten gibt und die sind nicht gleich. The Nazis were right. Die Nazis hatten recht. If we have evolved, wenn wir uns entwickelt haben, then we the Aryans have evolved the most. Dann haben die Arier sich am höchsten entwickelt. Therefore we must rule over everybody. Deswegen müssen wir über alle anderen herrschen. Because evolution is a theory that explains inequality, which is evident. Denn die Evolution ist eine Theorie, die die Ungleichheit erklärt, welche wir überall offensichtlich vorliegen. So why did the West begin to believe that no, every individual had equal human dignity? Wie kam denn der Westen überhaupt dazu zu glauben, dass jedes Individuum und jeder Einzelne gleiche Rechte und Würde hat? That everyone had rights to life, to liberty. Dass jeder ein Recht auf Leben, ein Recht auf Freiheit hat. You can't be thrown in jail just because you have become a medical doctor. Man kann nicht ins Gefängnis geworfen werden, nur weil man Arzt geworden ist. So where did these ideas come from? Wo kamen denn diese Ideen her? Well, as I began to study and explore, als ich das studierte und erforschte, I found that these ideas came from the Bible. Stellte ich fest, dass diese Ideen aus der Bibel stammen. The very first chapter of Genesis told us that all men are made in God's image, male and female. Das allererste Kapitel des ersten Buches Mose sagt uns, dass alle Menschen, Männer und Frauen, entsprechend dem Bilde Gottes geschaffen sind. The second chapter of Genesis said that Eve became the mother of all the living. Und im zweiten Kapitel lesen wir, dass die Eva zur Mutter aller Lebendigen wurde. We are brothers and sisters because we have descended from one set of parents. Wir sind Brüder und Schwestern, weil wir von einem Elternpaar abstammen. We didn't evolve from different monkeys or species in different continents. Wir haben uns nicht auf verschiedenen Kontinenten von unterschiedlichen Affen und Spezies hochentwickelt. The third chapter of the Bible talked about human beings falling in sin. Das dritte Kapitel der Bibel erklärt uns dann, dass die Menschen in Sünde gefallen sind. So St. Paul says in Romans 3:23 that all men have sinned and fallen short of the glory of God. In dem Brief an die Römer, Kapitel 3, erklärt der Paulus, dass alle Menschen gesündigt haben und nicht mehr die Ehre bei Gott genießen können. The fact of sin makes us equal. Diese Tatsache der Sünde macht uns auch gleich als Menschen. Because a Brahmin born in a priestly family is as far away from God as the untouchable. Weil nach der Bibel ein Brahmane, der in einer Priesterfamilie geboren ist, genauso weit entfernt ist von Gott wie der Unberührbare aus der untersten Kaste. Because all are sinners, all are equal. Weil alle Sünder sind und alle gleich sind. The heart of the Bible was that God so loved the world. Das Herzstück der Bibel ist diese Aussage: Gott liebte die Welt so sehr. He loved
everyone equally, doesn't matter how sinful or how poor or how illiterate you are. Er liebte alle gleich, egal wie arm, reich oder ungebildet oder klug sie waren. Anyone can become a child of God through repentance and faith, the Bible said. Jeder beliebige Mensch kann zu einem Kind Gottes werden, indem er seine Fehlhaltungen und Taten bereut und an Jesus Christus glaubt. A woman does not have to be reborn as male in order to find salvation. Eine Frau muss nicht im nächsten Leben als Mann erst reinkarniert werden, um zur Errettung, zur ewigen Erlösung zu kommen. When a person repents of sin and receives Jesus Christ, wenn jemand seine Sünde bereut und Jesus Christus annimmt, he receives the Holy Spirit of God. Dann empfängt er den Heiligen Geist Gottes. So every believer becomes a priest. Dadurch wird jeder Gläubige zu einem Priester. 500 years ago, German society was unequal. Vor 500 Jahren war die deutsche Gesellschaft ungleich. Then a monk was translating the New Testament. Da hat ein Mönch dann das Neue Testament übersetzt ins Deutsche. And he discovered that St. Paul teaches that all believers are priests. Und dann hat er festgestellt, dass it's actually Peter. Peter, Jesus. Dass der Petrus, der Apostel Petrus lehrte, dass alle Gläubigen Priester sind, gleich. And that discovery of the truth of priesthood of all believers. Diese Entdeckung der sogenannten Priesterschaft aller Gläubigen oder des allgemeinen Priestertums, which happened here in Germany, die hier in Deutschland gemacht wurde, a whole movement began in Europe, entstand im gesamten Europa eine Bewegung, which developed better in England, die sich in England dann noch besser ausgeprägt hat. French fought for equality and fraternity and liberty. Die Franzosen kämpften in ihrer Revolution für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. And it developed the best in America. Es entwickelte sich aber am besten in Amerika. Even though there was slavery in America and racism in America, obwohl die trotz alledem immer noch Sklaverei und Rassismus hatten, the truth that all men are equal began to transform American society, including through a civil war. Die Wahrheit, dass alle Menschen gleich sind, verwandelte die amerikanische Gesellschaft immer mehr, selbst durch einen Bürgerkrieg hindurch. The idea of human rights, diese Vorstellung von Menschenrechten, that came out of France. Die kam aus Frankreich. The Huguenots were persecuted in 1572. There was a massacre on St. Bartholomew's Day. 1572 wurden die Hugenotten in Frankreich verfolgt. Es gab einen Massaker am St. Bartholomäus-Tag. Out of that tragic experience, und aus dieser tragischen Erfahrung heraus, where the state and the church came together to kill innocent people, wo der Staat und die Gerichtsbarkeit zusammenarbeiteten und unschuldige Menschen ums Leben brachten. If you don't believe as we believe, we'll kill you. Wenn ihr nicht so glaubt wie wir, werdet ihr umgebracht. This was Europe. Das war Europa. But out of that came three books. Aber aus dem heraus entstanden drei Bücher. That's called Trilogy of Freedom. Die Trilogie des Friedens. Which laid the intellectual foundations of the birth of modern democracy, die intellektuelle Grundlage für die Geburt unserer modernen Demokratie legte. The second book was by Theodore Beza. Das zweite Buch war von Theodor Beza. It's called The Rights of Magistrates. Die Rechte von Beamten hieß es. The church and the state are telling the magistrate to kill innocent people at 2 o'clock in the morning. Die Kirche und die Richter sagen den Beamten, sie sollen unschuldige Menschen um 2 Uhr nachts töten. Do the magistrates have to obey the king, the queen in that case? Müssen die Beamten dem König und dem Richter gehorchen? Or should the police arrest the queen and the bishop? Oder sollten die Beamten, die Polizisten, den Bischof und die Königin verhaften? The queen is asking them to go out and kill. Die Königin sagt, sie sollen rausgehen und diese Hugenotten töten. Are the officers servants of the queen? Sind diese Offiziere Knechte der Königin? Or are they servants of the law? Oder sind sie Knechte des Gesetzes? When the law says you shall not kill, wenn das Gesetz aber sagt, du sollst nicht töten, it means that every individual has a fundamental right to life given by the Creator. Dann heißt das, dass jeder Einzelne ein Recht auf Leben hat, das ihm vom Schöpfer gegeben ist. The officers are there as servants of the law, not as the servants of the queen. Und die Polizeioffiziere sind Diener des Gesetzes und nicht Diener der Königin. When you undermine the law of God, wenn man dieses Gesetz Gottes untergräbt,
then whole nation, the most enlightened nation in Europe, becomes a mass murder machine. Dann wird eine gesamte Nation, sogar die aufgeklärteste Nation in ganz Europa, zu einer Massenmördermaschine. The government tells the scientists, the doctors, the chemists, the lawyers, the administrators, the police force to arrest innocent people and burn them in gas chambers. Die Regierung befiehlt Anwälten, Richtern, Ärzten, Chemikern, Akademikern, Agrarwissenschaftlern und allen möglichen, ein System zu schaffen, in dem unschuldige Menschen gefangen genommen und in Gaskammern verbrannt werden. Because if the fundamental right to life does not come from the Creator, denn wenn das fundamentale Recht auf Leben nicht vom Schöpfer kommt, then it comes from, it has to come from the state. Dann muss es vom Staat kommen. And the state can take it away. Und dann kann es der Staat auch wegnehmen. Now we don't give the right to life to preborn babies. They can be aborted and killed. Diesen Föten im Mutterleib, denen geben wir kein Lebensrecht. Die kann man abtreiben und töten. It's okay for you to murder your own children. Es ist in Ordnung, wenn du deine eigenen Kinder tötest. Because the rights come from us. Denn wir verteilen die Rechte. The state becomes a mass murder machine. Der Staat wird zur Massenmördermaschine. And university graduates manage that machine. Und Universitätsabsolventen managen, führen the diese most Maschine. Educated, the most intelligent, the most competent people. Die gebildetsten, die intelligentesten, die kompetentesten Leute sind das. Stalin sagt, that we won't respect your right to private property, we collectivize your agriculture, your farms. Wir respektieren dein Recht auf Privatbesitz nicht. Deine Farm, dein Bauernhof wird für den Staat sozialisiert. Did God say you shall not covet your neighbor's vineyard and fields and you shall not steal? Hat Gott gesagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Hauses oder Weinberg oder Acker und du sollst nicht stehlen? If God has said you shall not steal your neighbor's farm, wenn Gott gesagt hat, du sollst das den Hof deines Nachbarn nicht stehlen, the property that he has inherited or created, dieser Besitz, den er geerbt oder selber zustande gebracht hat, if God has said that, then he has a right to property. Wenn Gott das gesagt hat, hat der einzelne Mensch ein Recht auf Besitz, Eigentum. Once his property is stable, secure, war sein Besitz sicher, stabil? Even the state cannot covet it and take it. Selbst der Staat darf es nicht begehren und ihm wegnehmen. Then he has motivation to dig well, to build irrigation system, to improve his land. Wenn das der Fall ist, dann ist der Bauer motiviert, einen Brunnen zu graben, ein Bewässerungssystem anzulegen, richtig gut zu arbeiten und gut zu verdienen. This was the problem that Abraham was facing. Abraham im Alten Testament, der stand vor diesem Problem. He goes to Egypt. Geht nach Ägypten. Pharaoh sends a message. Pharao schickt eine Botschaft. I hear you have a beautiful woman in your tent. Ich höre, dass in deinem Zelt da eine sehr schöne Frau sich befindet. Why isn't she here in my harem? Warum ist sie nicht in meinem Harem hier? So Abraham sends his wife to the king. Also schickt Abraham dem König seine Frau. Why? Warum? Because the message came with 12 soldiers with swords. Denn die Botschaft wurde überbracht von Soldaten, die starke Schwerter trugen. If his wife doesn't go, wenn seine Frau nicht geht, then his head will go. Dann geht sein Kopf. He comes back to Canaan. Also kommt er nach Kanaan zurück. And Abimelech, the king, sends a message. I hear you have a beautiful woman in your tent. Why isn't she here in my harem? Da ist schon wieder ein König, der Abimelech. Der kommt mit der gleichen Botschaft. Ich höre, du hast eine schöne Frau im Zelt. Warum ist die nicht in meinem Harem? Abraham sends his wife. Abraham schickt ihm seine Frau. Because the message came with soldiers. Denn die Botschaft wurde von Soldaten überbracht. If you can't protect your wife, wenn du deine Frau nicht mal beschützen kannst, can you protect your well? Kannst du deinen Besitz schützen? Abraham's servants dig a well. Deinen Brunnen, Abrahams Knechte boten einen Brunnen. Abimelech's servants come, take the well. Dann kommen die Knechte Abimelechs und nehmen den Brunnen weg. He digs a second well. Er gräbt einen zweiten Brunnen. They come and take that well also. Den nehmen sie ihm auch weg. How will that land become a land flowing with milk and honey if the property is not secure? Wie kann so ein Land zu einem Land werden, in dem Milch und Honig fließt, wenn das Eigentum nicht geschützt ist? The state, the king, the queen cannot steal what is yours. Der Staat, der König, die Königin darf nicht das stehlen, was dir gehört. This is Theodor Beza's arguing in the Rights of Magistrates. Das war Theodor Beza's Argument in diesem Buch Rechte der Magistraten. Which is 1574 or so. 1574. Could be 75. 75.
Out of that came the modern idea of democracy. Aus diesem Denken heraus entstand die moderne Idee der Demokratie. That all men are created equal. Dass alle Menschen gleich geschaffen sind. And they are endowed by their creators with certain inalienable rights. Und sie werden von ihrem Schöpfer ausgestattet mit einigen unveränderlichen Rechten. And the governments exist to defend and protect those individuals and those rights. Und die Regierungen sind dazu da, diese Rechte und diese Einzelnen zu schützen. These rights made it possible for the West to prosper compared to other cultures. Diese Rechte haben dazu geführt, dass der Westen zum Erblühen kam im Vergleich zu anderen Kulturen. Now, this idea of human dignity, diese Vorstellung von der Menschenwürde, was first articulated by Pico della Mirandola in Italy. Die wurde zuerst von Pico della Mirandola in Italien formuliert. About 1486, I think he wrote this book, an oration on the dignity of man. It may have been 1426, something like that. Etwa 1462 in der Gegend hat er dieses Buch geschrieben, eine Hymne auf die Würde des Menschen. An oration on the dignity of man. Einen Lobgesang auf die Würde des Menschen. Why does he believe that human being is not an animal? Warum glaubte der, dass der Mensch nicht ein Tier ist? But has a unique dignity. Sondern eine einzigartige Würde besitzt. You can chain a cow. Man kann eine Kuh anketten. You can keep a horse and a pigeon in a cage. Man kann ein Pferd in einen Käfig sperren. But you cannot go to Nepal and get a teenage girl and chain her and keep her in a cage. Aber man darf nicht nach Nepal gehen und ein Teenager-Mädchen in Ketten legen und in einem Käfig nach Europa transportieren. Because she's not an animal. Weil sie kein Tier ist. She's a human being. Sie ist ein Mensch. Why? Warum? Pico della Mirandola discovered the human dignity in Genesis chapter 1. Pico della Mirandola hat diese Menschenwürde in 1. Mose 1 entdeckt. Man is created in God's image. Der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Therefore he has a unique dignity. Aus diesem Grund besitzt er eine einzigartige which Würde. Which must not be violated. Und die darf nicht verletzt Why? Werden. Why? Warum? Because God became man in Jesus Christ. Weil Gott in Jesus Christus Mensch wurde. And gave his life to save human beings. Und sein Leben gab, um Menschen zu retten. If human beings are so important, wenn Menschen so wichtig sind, that Son of God would lay down his own life, dass der Sohn Gottes sein eigenes Leben hingibt für sie, then those dying destitutes, dann sind diese armen Elenden, are important, die im Sterben liegen, die sind wichtig. Mother Teresa would leave Europe and go to India to serve those people who nobody cares for them because they don't pay taxes, they don't earn anything. Dann ist es wichtig genug für Mutter Teresa, Europa zu verlassen und diesen armen Sterbenden zu helfen, die keine Steuern zahlen, an denen sowieso niemand was liegt, weil sie gleich sterben. But centuries before Mother Teresa, Saint Elizabeth will do exactly the same thing here in Germany. Aber Jahrhunderte vor Mutter Teresa hat die heilige Elisabeth genau das gleiche hier in Deutschland gemacht. Or Florence Nightingale would do that. Oder die Florence Nightingale, eine englische Krankenschwester. Because if these people are so important that Jesus would give shed their blood for them, weil es für diese Leute so wichtig war, dass Jesus sein Blut für sie vergossen hat. Then they are important enough for me to love them, serve them, sacrifice myself for them. Wenn das so ist, dann ist es auch wichtig, genauso wichtig, dass ich mein Leben opfere für sie. So these ideas of human dignity, human right, diese Gedanken also von den Menschenwürde und den Menschenrechten, which shaped Western civilization, made it unique and different than other civilizations, die westliche Zivilisation geformt haben, die haben sie anders und einzigartig gemacht gegenüber anderen. You cannot be like those militants in Syria and Iraq. Wir können uns heute nicht so benehmen wie diese militanten Leute in Syrien oder Irak. Who thank Allah, die Allah dafür danken, for giving us non-Muslim women to rape, dass er uns nicht muslimische Frauen zur Vergewaltigung heranliefert. You don't imagine that being done by young people in Europe. Wir können uns nicht vorstellen, dass junge Leute in Europa so Not etwas machen yet. Würden. Vielleicht noch nicht. Because your culture was built on the idea of dignity of every woman. Weil eure Kultur aufgebaut ist auf der Vorstellung der Menschenwürde, der Würde einer jeden einzelnen Frau. Though your educational system is destroying those ideas. Aber euer
Bildungssystem ist gerade dabei, diese Ideen zu zerstören. The boys fraternity in the University of Yale in America. Die Jungs in einem Jungenwohnheim der Universität Yale Universität in Amerika. They organized a march one night. Die haben sich einen Abend zusammengerottet zu einem Marsch. Went to the girls' dormitory. Gingen in das Mädchenwohnheim. Shouting und riefen. No means yes. Nein heißt ja. Yes means anal. Ja heißt anal. What were they saying? Was sagten die? When a girl says no, I don't want to have sex with you. Wenn ein Mädchen sagt nein, ich will keinen Sex mit dir. She's challenging your masculinity. Dann fordert sie deine Männlichkeit heraus. She's saying you are a beast. Dann sagt sie, du bist ein Tier. You must live like a beast. Dann musst du dich auch so verhalten. Animals force themselves upon females. Die Männchen in der Tierwelt, die zwingen sich den Weibchen auf. No means yes for animals. Nein heißt ja bei Tieren. When a woman says yes, I want to sleep with you. Wenn eine Frau sagt ja, ich will mit dir schlafen. She's saying I'm a feminist. Dann sagt sie, ich bin Feministin. My body is mine. Mein Körper gehört mir. I want to enjoy my body. Ich will meinen Körper genießen. I don't care for moral values and norms of society. Mir liegt nichts an moralischen Werten und Normen der Gesellschaft. If you give her the kind of sex she wants, wenn du der den Sex gibst, den sie will, then you're not being a masculine. Dann benimmst du dich nicht männlich. You're surrendering to feminism. Du unterwirfst dich dem Feminismus. Yes means anal. Yes means you give her the sex she does not want. Then you are a male, you have power. Ja heißt anal. Ja bedeutet, dass du ihr den Sex gibst, den sie nicht will. Dann zeigst du, dass du Macht über sie hast. The public opinion in America was upset. Die öffentliche Meinung in Amerika war erregt darüber. But the students understood what their high school teachers and their university professors were teaching. Aber die Studenten haben eigentlich nur das verstanden und umgesetzt, was ihre Lehrer in der Schule und an der Uni ihnen erzählt haben. You are a beast. Du bist ein Tier. You should live like beast. Dann solltest du auch so leben wie ein Tier. That will come in your universities as well. Das wird auch in euren Universitäten noch kommen. If you reject the idea, wenn ihr diese Idee verwerft, that no, human beings are unique, they have a unique dignity, unique value which must be respected. Dass Menschen eine einzigartige Würde haben, die geachtet werden muss. Now the Bible didn't simply teach that human beings are great, made in God's own image. Die Bibel lehrt aber nicht nur, dass Menschen großartig sind und nach Gottes Bild erschaffen. The Bible also taught, sie lehrte auch, that human beings have fallen in sin. Dass die Menschen in Sünde gefallen sind. They are sinners. Sie sind Sünder. They are responsible and accountable to God. Sie sind Gott gegenüber verantwortlich. Therefore God will judge them. Deswegen wird Gott sie verurteilen, richten. 2 weeks ago I was with an 88-year-old gentleman. Vor 2 Wochen habe ich einen 80-jährigen Mann getroffen. He said heaven and hell are myths, nonsense. Er sagte, Himmel und Erde, das ist Mythos, das ist Unsinn. I asked him, sir, do you mean that hell cannot exist? Ich fragte, meinen Sie, dass die Hölle nicht existieren kann? Oh yes, hell is a mythology. Ach, das ist eine Mythologie, sagte er. That sun is a lake of fire. Mein Herr, sagte ich, die Sonne ist ein See aus Feuer. There are trillions of suns. Es gibt Billionen von Sonnen. Every sinner can choose his own hell, lake of fire. Jeder Sünder kann sich seine eigene Hölle, seinen Feuersee selber auswählen. Now, whether God will send them there or not is a different question. Ob Gott ihn jetzt dahin schickt, ist dann nochmal eine andere Frage. But the fact of burning lake of fire is a fact. Aber dieser brennende Feuersee, das ist eine Tatsache im Universum. Human beings are moral creatures. Die Menschen sind moralische Wesen. We make moral judgments. Und wir treffen auch moralische Werte. If morality is real, wenn Moral etwas Reales ist, then to follow Nietzsche, dann bedeutet es, wenn wir Nietzsche folgen, go beyond good and evil, dass wir über Gut und Böse einfach hinweggehen. Is to say that we don't care for God and His law. Dann sagen wir, uns liegt nichts an Gott und seinen Gesetzen. If there is no God, wenn es keinen Gott gibt, if God is incapable of revealing His holiness, His character to us, wenn Gott nicht in der Lage ist, seine Heiligkeit und seinen Charakter uns then zu offenbaren, surely morality has no sense. Dann macht Moral keinen Sinn. We can cheat our banks. Dann können wir auch unsere Banken betrügen. Greece can cheat Euro. Griechenland kann Europa betrügen. We can cheat our business partners. Unsere Geschäftspartner können wir betrügen. We can cheat our spouses. Unsere Ehepartner können wir betrügen. Because
Good and evil are illusions, myths. Denn gut und böse, das ist Illusion, das ist Mythos. Well, amazing thing is, das Erstaunliche ist, that there is a German NGO. NGO, non-governmental organization. Ja, es gibt eine deutsche gemeinnützige Organisation. It's called Transparency International. Die heißt Transparency International. Every year in August, jedes Jahr im August, it publishes an index of corruption. Veröffentlichen die einen großen Korruptionsindex. Every year it finds out, und jedes Jahr wird herausgefunden, that the cultures that were built on the Bible, dass die Kulturen, die mal auf der Bibel aufgebaut waren, including Singapore, which was a British colony, einschließlich Singapur, das eine englische Kolonie war, those cultures that were based on the Bible, diese Kulturen, die auf der Bibel gründeten, those cultures are least corrupt. Die sind am wenigsten korrupt. There is corruption there and it's growing. Gibt Korruption auch da und die wächst. But the least corrupt countries are still those whose cultural roots are in the Bible. Aber die am wenigsten korrupten Länder sind immer noch die, deren kulturelle Wurzeln in der Bibel stecken. In this teaching that God is holy. In dieser Lehre, die sie da mal empfangen haben, dass es einen heiligen Gott gibt. If we are his image, we have to be holy. Und wenn wir in seinem Bild geschaffen sind, müssen wir auch heilig sein. When we choose sin, we become unholy, we violate God's image in us. Wenn wir uns für Sünde entscheiden, dann werden wir unheilig und verletzen das Bild Gottes in uns. Then we court his judgment. Dann setzen wir uns zu Gericht über sein Urteil. So what made the West still the least corrupt of all the cultures? Was hat denn den Westen immer noch zum wenigsten korrupten Gebiet aller Kulturen gemacht? How can a member of parliament in India, a superintendent of police, the district magistrate, start a totally false case against a medical doctor? Wie kann ein Mitglied des Parlaments, der oberste Polizeichef und der Polizist in dem Distrikt eine völlig falsche, erlogene Anklage gegen einen Arzt durchsetzen? They don't believe that there is a moral absolute. Sie glauben nicht, dass es einen moralischen absoluten Wert which gibt. Which says you shall not bear false witness. Der beinhaltet, du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Every police station is fabricating false cases every day. Jede Polizeistation erfindet jeden Tag falsche Urteile. Lawyers are coaching their witnesses to lie on oath. Die Anwälte trainieren ihre Zeugen mit Eidschwur zu lügen. Because this is man's idea that we should not bear false witness. Denn das ist eine menschliche Idee, dass wir kein falsches Zeugnis geben. This is not God's word. Das ist nicht Gottes Wort. So if the West is still moral, has still moral integrity, wenn der Westen immer noch eine gewisse moralische Integrität hat, which is disappearing very fast, die sich aber sehr schnell auflöst, you can no longer trust your politicians and your bankers who keep lending to Greece, etc. Wir können unseren Politikern nicht mehr vertrauen, unseren Bankern nicht mehr vertrauen, die leihen das Geld an Griechenland aus und ähnliche Sachen. That is because your universities are teaching that good and evil are man-made illusions. Dann liegt das daran, dass unsere Universitäten lehren, dass Recht etwas Menschengemachtes ist. Anyone Illusion who is relativ. Anyone who is smart enough, powerful enough, clever enough, who can get away with evil, should do it. Jeder, der klug genug ist, mächtig genug ist und durchkommt mit bösem Verhalten und Lügen, der sollte es machen. Well, implied in the idea that man is made in God's image, impliziert in diese Idee, dass der Mensch nach Gottes Bild geschaffen ist, was the idea that man must have authority on this earth. War auch die Vorstellung, dass der Mensch Autorität haben muss hier auf dieser Erde. God created a beautiful garden. Gott hat einen schönen Garten erschaffen. He put man and Adam and Eve in that garden. Hat Adam und Eva in diesen Garten gesetzt. He said, "You go out." Und gesagt, auf los. You establish your dominion on this earth. Ihr beherrscht diesen Garten und die Erde. You establish your rule. Ihr regiert darüber. Govern. Herrschen. You are God's child. You are created to be a ruler. Ihr seid Gottes Kind. Ihr seid erschaffen, um zu herrschen, zu führen, zu leiten. That began the Western tradition of technology. Aus diesem Auftrag heraus ist die westliche Tradition der technischen Entwicklung entstanden. Now everybody is copying technology.
Jeder kopiert diese Technologie heute. And quite a bit of technology existed before Christianity. Es gab auch einiges an Technologie, die schon vor dem Christentum existierte. But all the technology before Christianity, the Bible became a force in Europe. Aber alle Technologie in den anderen Kulturen, ehe die Technologie zu einer richtigen Entwicklungskraft hier in Europa wurde. It was technology for war. Das war Kriegstechnologie. It was technology for torture. Foltertechnik. It was technology for pleasure. Und Spiellusttechnik. But in the West, a unique technology developed. Im Westen hingegen entwickelte sich eine einzigartige Technologie. Which was a liberating technology. Das war eine befreiende Technik. Humanizing technology. Eine humanisierende Technik. And it developed in monasteries. Und die entwickelte sich in den Klöstern. 12, 13, 14 year old boys were going into monasteries. 12, 13, 14-jährige Jungs gingen in die Klöster. They were going to learn how to pray. Sie lernten dort zu beten. How to meditate. Meditieren. They were studying scriptures, theology. Die Bibel, die Schrift studieren, Theologie. But they had a problem. Aber die hatten ein Problem. And that problem was very similar to the problem with the Buddhist monasteries and Hindu monasteries had in India. Das war ein Problem, das dem Problem der buddhistischen Klöster und auch der hinduistischen in Indien sehr ähnlich war. The German and French monks, the problem was they didn't have wives. Ihr Problem war, sie hatten keine Frauen, also Ehefrauen. Who is going to harvest the wheat? Wer erntet den Weizen? When you use a sickle to harvest the wheat, your back hurts. Wenn man eine Sichel nehmen muss, um den Weizen abzuernten, dann tut der Rücken irgendwann weh. So it's better for women to do that. Das sollten die Frauen besser machen. Then somebody has to grind that wheat every day. Dann muss jemand das Korn mahlen jeden Tag. Someone has to go to the river and bring water every day, morning and evening. Jemand muss jeden Tag zum Fluss laufen und Wasser nach Hause tragen. And someone has to bake that bread. Und jemand muss den Weizen in Brot backen. If you don't have wives, what will you do? Wenn man keine Ehefrauen hat, was macht man dann? The Buddha had a very simple solution. Der Buddha hatte eine ganz einfache Lösung. He said to his monks, er sagte seinen Mönchen, that you must not work. Ihr dürft nicht arbeiten. You must meditate. Ihr müsst meditieren. And you must beg. Und ihr müsst betteln. So you go to your home. Also geht ihr nach Hause. Your wife has to grind the wheat and bake bread for them. Und sagt dem Besitzer, dem Bauern, deine Frau muss Brot backen und für uns das machen. Well, if your wife is sick and not well enough to harvest the wheat, wenn deine Frau aber krank ist und es ihr nicht gut genug geht, um den Weizen zu ernten, every culture had a very simple solution. Dann gab es in jeder Kultur eine einfache Lösung. Get a second wife. Man holt sich eine zweite Frau. Get slaves. Oder Sklaven. But the problem that Christian monks had here in Europe, aber das Problem, das die christlichen Mönche hier in Europa hatten, that the Bible said, dass die Bibel sagte, whoever doesn't work should not eat. Wer nicht arbeitet, soll auch nichts essen. You can't go out and beg and eat. Man kann nicht rausgehen und betteln und dann essen. But you have gone to monastery to pray. Aber du warst doch ins Kloster gegangen, um zu beten. And now you're carrying water and you're harvesting wheat and you're grinding grain. Und jetzt schleppst du Wasser, du erntest Weizen und mahlst das Korn. And you hate that work. Und das hasst du, diese Arbeit. Terrible. Mit Doppel S oder SZ. So they began to invent technology. Also erfanden sie die Technik. The monastery is near a river. Das Kloster ist in der Nähe eines Flusses. Dam the river. Man baut einen Damm. Let the water fall. Lässt das Wasser drüber rotate fließen. A turbine. Und baut einen Rad, eine Turbine. Use that motion to grind the grain. Benutzt diese Bewegung, die durch das Wasser ausgelöst wird, um das Korn zu mahlen. Use that energy to pump the water up, store it, so it can be piped into the monastery. Benutzt diese Energie, um das Wasser hinaufzupumpen in einen Speicher, der dann das Kloster mit Wasser versorgt. Now you have 24-hour energy. Jetzt hat man 24 Stunden so Energie. You can grind the grain for all the women in the village. Also kann man jetzt das Korn für alle Frauen im Dorf mahlen. You can supply water to the village. Und dem Dorf auch noch das Wasser liefern. Now women suddenly have free time. Auf einmal haben die Frauen Freizeit. They don't have to carry water on their heads. Sie müssen jetzt nicht mehr das Wasser auf dem Kopf nach Hause tragen. I was in England 2-3 years ago. Vor 2-3 Jahren war ich in England. And I was teaching the history of technology. Und habe ich die Geschichte der Technik gelehrt. And I asked the class. Und habe ich die Klasse gefragt.
Why don't English women bring water on their head? I showed them picture of how the African and Indian women carry water. Ich fragte, warum tragen denn die englischen Frauen das Wasser nicht auf dem Kopf? Ich zeigte ihnen Bilder von afrikanischen und indischen Frauen, die das so machen. Why don't the English women carry water on their head? Warum machen die englischen Frauen denn sowas nicht? The one girl sitting in front. Ein Mädchen saß vor mir hier. She was from Africa. Aus Afrika. She said, because they're lazy. Sie sagte, weil die faul sind. Now that's one possible answer. Eine mögliche Antwort. That you don't carry water on your head, you just turn the tap and the river comes into your bath kitchen. Ja, ihr tragt kein Wasser auf dem Kopf, ihr dreht einfach den Wasserhahn auf und dann kommt der Fluss ins Bad oder in die Küche. Is it because you are lazy? Ist das deswegen, weil ihr faul seid? Well, actually, that's not the reason why technology developed in the West. Das war nicht der eigentliche Grund, weshalb die Technik im Westen sich entwickelte. The Bible made a very important distinction. Die Bibel hat eine sehr wichtige Unterscheidung getroffen. Between work and toil. Zwischen Arbeit und Mühsal oder Plackerei. The God of the Bible is not a meditator. Der Gott der Bibel ist kein Meditierer. He doesn't practice yoga. Er praktiziert kein Yoga. He is a worker. Er ist ein Arbeiter. He works. Er arbeitet. So if you are cutting wood and picking up carrots from the field, wenn du Holz schlägst und Karotten im Feld erntest, and if you're walking like Jesus or rowing boats like Peter, wenn du herumwanderst wie Jesus oder Boot ruderst wie der Fischer Petrus, then you don't need to join a yoga class. Dann brauchst du keine Yoga Klasse. But only if you're sitting on the table, nur wenn du die ganze Zeit am Tisch sitzt, then your muscles begin to ache and pain. Dann tun dir die Muskeln vom einseitigen Sitzen weh and you need the exercises and stretching. Und dann brauchst du die Dehnübungen bei Yoga, von Yoga. So, the yoga was developed by our sages who were sitting in the caves or didn't do any work. Our wives cooked for them. Der Yoga wurde entwickelt von unseren Weisen, die den ganzen Tag in der Höhle saßen, ruhig, ohne je zu arbeiten. So they had the time and the leisure and the need to develop those exercises. Die hatten also die Zeit und die Muse und auch das, den Bedarf, solche Techniken zu entwickeln, weil denen der Rücken auch. And those exercises are useful for us because our lifestyle has changed now. Und diese Übungen sind uns nützlich, weil unser Lebensstil sich auch so gewandelt hat. We don't have to bring water on our head, we just open the tap. Wir brauchen nicht mehr das Wasser auf dem Kopf nach Hause zu tragen, wir drehen einfach den. But because God worked, the God of the Bible works for 6 days rest on the seventh. Aber weil der Gott der Bibel 6 Tage arbeitet und einen Tag ruht. He says you have to work. Deshalb sagt er, du sollst auch arbeiten. And St. Paul says whoever doesn't work shouldn't eat. Und Paulus sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nichts essen. To work is godliness. Arbeiten ist etwas Göttliches. The work wins. We read the slogan in Leipzig. Wir waren in Leipzig, da steht über einem großen Turm an dem zentralen Augustusplatz so ein Spruch von Händlern. Omnia vincit labor. Alles besiegt die Arbeit. That was the work ethic in Germany. Das war die Arbeitsethik in Deutschland. Which came from the Bible. Die aus der Bibel kam. And Germans don't appreciate their cultural heritage of work. Die Deutschen schätzen ihr kulturelles Erbe der Arbeitsethik gar nicht mehr. You give euros to Greece. Wir geben den Griechen Euros. You don't give them German work ethic. Wir geben ihnen aber keine deutsche Arbeitsethik. The money gets wasted. Und das Geld wird vergeudet. Because you think that we should never say that our culture is superior. Ihr denkt jetzt natürlich als Deutsche, wir sollten niemals sagen, dass unsere Kultur überlegen ist. We must respect all cultures. Wir müssen alle Kulturen respektieren. But what you believe makes a difference. Aber es macht einfach einen Unterschied aus, was man glaubt. So while the Bible said that work was godliness. Während die Bibel also sagte, Arbeit ist etwas Gottgegebenes. To be like God, you not only have to be holy, you have to work diligently. Um wie Gott zu sein, müssen wir nicht nur heilig sein, sondern auch sorgfältig und gut arbeiten. Laziness is sin, laziness is destructive. Faulheit ist Sünde, sie ist destruktiv. Diligence in work is what God requires. Fleiß und Arbeit ist das, was Gott fordert. The Bible also said, deshalb sagt auch die Bibel, that toil is a curse. Dass die Mühsal, die Plackerei, ein Fluch ist. Work is godly, toil is a curse. Arbeit ist etwas Göttliches, aber Plackerei ist ein Fluch. When Adam fell in sin, als Adam in Sünde fiel, God cursed him. Hat Gott ihn verflucht. Now you will have to eat of the sweat of your brow. Jetzt musst du im Schweiße deines Angesichts Earth dein Brot will grow essen. Thorns and thistles.
Dornen und Disteln werden you will aus have der Erde to wachsen. Work very hard. Du musst hart arbeiten. It'll become toil. Es wird zur Mühsal. If you don't work very hard, wenn du nicht sehr hart arbeitest, you will not be able to eat. Wirst du nicht genug zu essen haben. So toil is a consequence of sin. Diese Mühsal ist also eine Folge der Sünde. That's why slavery is evil. Deshalb ist die Sklaverei auch etwas Böses. In our villages, in unseren Dörfern, women have to go morning and evening to the well or to the river and carry water on their heads. Müssen die Frauen morgens und abends zum Fluss oder zum Brunnen laufen und das Wasser auf den Kopf nach Hause tragen. The husband might be sitting and playing cards. Der Mann sitzt vielleicht zu Hause und spielt Karten. She cannot say to the husband that you're playing cards. Sie darf dem Mann nicht sagen, du spielst Karten. You go and get the water. Geh du doch mal und hol Wasser. If she says that, wenn sie das sagt, she'll be beaten up. Dann wird sie durchgehauen. Why does she want him to go and get the water? Warum will sie, dass er das Wasser holen soll? She wants to put her feet up. Sie will ja doch auch mal die Füße hochlegen. And read a magazine. Und mal so eine Zeitschrift lesen. Good cow keeping. Wie man Kühe gut hält. If she can improve the breed of her cows, wenn sie die Kuhzucht verbessern kann, she can increase the family income. Dann kann sie das Familieneinkommen and protein steigern. Und her children will be healthy. Die Kinder sind gesünder, weil sie bessere Milch kriegen. But she doesn't have the time to improve her family's economy. Aber da hat sie überhaupt keine Zeit, diese wirtschaftliche Lage ihrer Familie zu verbessern. Because she's a slave in her own home. Weil sie im eigenen Haushalt eine Sklavin ist. The biblical theology said. Die biblische Theologie sagt aber. That work is godliness. Arbeit ist göttlich. But toil is a curse. Aber Mühsal ist ein Fluch. Toil is labor for which you have no choice. Mühsal ist Arbeit, bei der du keine andere Wahl you hast. Have to do it. Du musst sie tun. If you don't do it, you'll be beaten up. Wenn du sie nicht tust, wirst du zusammengeschlagen. Toil is labor which doesn't involve use of intelligence. Mühsal und Plackerei ist Arbeit, die keinen Einsatz von Intelligenz erfordert. You can make a wheelbarrow and a woman can carry not just one bucket, but five buckets on a wheelbarrow. Man könnte doch einfach einen Schubkarren bauen und dann könnte die Frau statt einem Eimer fünf Eimer in dem Schubkarren transportieren. She can bring a lot of water, she doesn't have to go twice a day. Dann bringt sie eine Menge Wasser und muss nicht zweimal am Tag dahin laufen. But she is not allowed to use her brain. Aber sie darf develop her brain. Sie darf ihren Verstand nicht einsetzen. Develop technology. Sie darf keine Technik entwickeln. The people who built pyramids, die Menschen, die Pyramiden gebaut haben. The people cultures that built Taj Mahal in India. Die Kultur, die dieses Taj Mahal in Indien gebaut hat, dieses they didn't große make wheelbarrows for their women, for their slaves, for their laborers. Die haben für ihre Arbeiter und ihre Frauen keine Schubkarren gebaut. They had the ability to build pyramids. Die hatten die Fähigkeit, Pyramiden zu bauen. They didn't have the theology of the Bible. Aber die hatten nicht die Theologie der Bibel. Why did the West develop this technology? Warum hat denn der Westen diese Technik entwickelt? Because the idea that human being is different than animals. Aufgrund der Vorstellung, dass der Mensch, die Menschen etwas anderes sind he als Tiere. He is not created to be a slave, she is created to be a ruler. Er ist nicht dazu geschaffen, ein Sklave zu sein, und sie ist geschaffen, um zu herrschen. This means das bedeutet, that what can be done by wind or by water or by ox or by horse shouldn't have to be done by a human being. Was durch Wind oder Wasser oder Stier oder Pferd geleistet werden kann, sollte nicht von Menschen getan werden. Toil is dehumanizing. Mühsal, Plackerei ist entmenschlichend. If ox can bring water or a donkey can bring water, a woman shouldn't have to bring it on her wenn head. Wenn ein Ochse oder Esel Wasser transportieren kann, dann muss das nicht eine Frau machen. It is violation of her dignity. Das ist eine Verletzung ihrer Würde. So the Bible created that theological climate. Also hat die Bibel ein theologisches Klima geschaffen, that this toil, which is slavery, dass diese Mühsal, die Sklaverei ist, is result of sin, als Resultat der Sünde. But Jesus came to save us from our sin. Aber Jesus kam, um uns von genau dieser Sünde zu erlösen. The curse of sin has been nailed upon the cross. Dieser Fluch der Sünde ist an das Kreuz genagelt. God wants to save us from all the consequences of the sin. Sorry. Gott will uns von allen Folgen der Sünde erlösen. What does that mean? Was bedeutet das? Ultimate consequence of sin is hell. Die letzte äußerste Konsequenz der Sünde ist die Hölle. But before you get there, there are lots of consequences. Aber bevor wir da mal ankommen, gibt es eine Menge Konsequenzen sin auf dem Weg dahin. Sin destroys families. Sünde zerstört Familien. Sin destroys banking. Zerstört das Bankwesen. Sin destroys freedom. Die Freiheit. Sin makes us slaves. Sünde macht uns zu Sklaven. And
Because Jesus saves us from sin, und weil Jesus uns von Sünden gerettet hat, the gospel must also save us from slavery and slums. Deshalb muss uns das Evangelium auch von Sklaverei und von Elendsvierteln befreien. But technology requires cultivation of the mind. Die Technik erfordert aber, dass wir unseren Geist und Verstand kultivieren. Christian monasteries here in Europe, diese christlichen Klöster hier in Europa, in Western Europe, not in Eastern Europe, not in Russia, not in Ukraine, not in Greece. Und zwar speziell hier im Westen, nicht in Russland oder in der Ukraine oder Griechenland im Osten. In monasteries that were impacted by St. Augustine or Benedictine or Cistercians. Es waren diese Klöster, die von Augustinus, von den Zisterziensern oder von dem heiligen Bernhard inspiriert waren. Technology developed in these monasteries. In diesen Klöstern entwickelt sich die Technik. Because the monks who were going there to pray, to meditate, to study scriptures. Weil die Mönche, die dorthin gingen, um zu beten, meditieren und die Schrift zu studieren, they were also cultivating their mind. Die pflegten und kultivieren auch ihren Verstand. They were studying not just the Bible, but also logic. Die studierten nicht nur die Bibel, sondern auch Logik und Mathematik. Why? Warum? Because the Bible says that in the beginning was Logos. Weil in der Bibel steht, am Anfang war der Logos, das Wort. In the beginning was Logos, Logos, the Word was with God, the Word was God. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. There is wisdom, rationality with God. Da ist Weisheit, Vernunft bei Gott. He created the universe with his mind. Er hat mit seinem Geist dieses Universum erschaffen. And St. Augustine said, und dann sagte Augustinus, that although Greek philosophy has lost confidence in reason, obwohl die griechische Philosophie das Vertrauen an Logik und Verstand verloren they hatte, have rejected their own concept of logos, sie haben ihr eigenes Konzept von Logos verworfen, therefore they have moved from rationalism into mysticism and mythology. Deswegen sind sie von dem Rationalismus, die Griechen, in den Mystizismus und die Mythologie abgeglitten. But the Bible tells us that in fact at the source of the universe is wisdom, logos. Die Bibel sagt uns hingegen, dass in der Tat im Zentrum des Universums Logos, Vernunft, Weisheit ist. Therefore to be godly, um also Gott ähnlich zu to sein, be godlike, um so wie Gott zu sein, you have to not only become holy, müssen wir nicht nur heilig werden, delivered from sin, von der Sünde getrennt, you have to develop your mind. Wir müssen auch unseren Verstand entwickeln. Because your mind is God's image. Denn auch unser Verstand ist das Ebenbild your Gottes. Mind is God's gift. Unser Verstand ist Gottes Gabe. It's a talent. Ein Talent. God gives you 5 talents or 3 talents or 1 talent. Gott gibt euch 5 Talente oder 1 oder 3. You have to multiply those talents. Und die sollen wir vervielfältigen. So God has given you mind. Gott hat dir einen Verstand gegeben. You must cultivate the mind. Dann musst du ihn kultivieren. Now the Buddhist monasteries were opposite. Die buddhistischen Klöster waren genau das Gegenteil. The Buddha said, der Buddha sagte, there is no God. Es gibt keinen Gott. But he was not rejecting the God of the Bible. Er hat nicht den Gott der Bibel abgelehnt. He was rejecting gods of Hindu mythology. Er hat die Götter aus der hinduistischen Mythologie and abgelehnt. And they did deserve to be rejected. Und die waren auch es wert, abgelehnt zu werden. But the problem is, das Problem jedoch, if there is no God in the beginning, ist, wenn es keinen Gott am Anfang gibt, what is there in the beginning? Was ist denn dann am Anfang? Well, he said, well, if there is no God, then there is no logos. Wenn es keinen Gott gibt, gibt es auch keinen there Logos. There is no logic, no rationality. Keine Logik, keine Vernunft. There is ignorance. Sondern Unwissenheit. There is silence. Stille, Schweigen. He had a technical word for it. Dafür hatte er ein technisches Avidya. Wort. Avidya. Primeval ignorance is at the root of creation. Die Ur-Unwissenheit ist an der Wurzel der Schöpfung. The universe has not come out of rationality and sense. Das Universum ist nicht aus Rationalität und aus Sinn entstanden. The universe is a product of ultimate ignorance. Das Universum ist ein Produkt äußerster Unwissenheit. So human intelligence is also a product of irrationality. Deshalb ist die menschliche Intelligenz auch ein Produkt der Irrationalität. Therefore, you must not therefore mind, intellect will never know the truth. Deshalb wird der Verstand, der Intellekt niemals die Wahrheit erkennen. If you want to know the truth, wenn du die Wahrheit wissen willst, you have to learn meditation. Dann musst du Meditation lernen.
psychotechnologies, Psychotechniken, to empty your mind, um deinen Geist silent your mind, zu entleeren, zum Schweigen zu bringen, alter your consciousness, dein Bewusstsein verändern. Now, what Buddha said is not very different than what Europe has come to believe. Was der Buddha gesagt hat, ist nicht so viel anders als das, wo Europa sich jetzt hinbewegt, was hier geglaubt wird. Nietzsche here in Germany put an end to rationalism. Nietzsche hat hier in Deutschland dem Rationalismus ein Ende gesetzt. Human reason cannot know God, cannot know morality. Der menschliche Verstand kann Gott nicht erkennen, er kann keine Moral erkennen. It's will to power that matters, not truth. Alles, was zählt, ist der Wille zur Macht. Nicht die Wahrheit. So what Nietzsche did philosophically, was Nietzsche philosophisch geleistet hat, Sigmund Freud did psychologically. Das hat Sigmund Freud auf psychologischer Ebene because geleistet. There is no God, weil es keinen Gott gibt. What is mind? Was ist dann der what Verstand? Is rationality? Was ist die Vernunft? He said rationality is a product of irrational forces. Er sagte, die Vernunft ist ein Produkt von irrationalen Kräften. Chemistry, Chemie, genes, Gene, hormones, Hormone, especially repressed sexuality. Aber besonders unterdrückte Sexualität. When you were 2 years old, als du 2 Jahre alt warst, you wanted your mother, und du deine Mutter begehrt hast, but she was sleeping with her husband, aber sie hat mit ihrem Mann geschlafen. So you were jealous of her husband. Also warst du eifersüchtig you auf deinen didn't know Vater. That. Das hast du nicht but gewusst. These repressed sexual impulses from childhood, aber diese unterdrückten sexuellen Impulse aus deiner frühen Kindheit, have created the mess that is your mind. Die haben dieses Durcheinander geschaffen, das du jetzt als deinen Verstand bezeichnest. If mind is a product of blind chemistry, wenn der Verstand ein Produkt blinder Chemie ist, then mind cannot know truth. Dann kann der Verstand nie die Wahrheit how should erkennen. We then know truth? Woher sollten wir denn die Wahrheit erkennen? Freud's follower was Carl Jung. Ein Schüler von Freud war der Carl Jung. He said, well, if we have to give up rationalism, then we must study mythology. Gut, sagte er, wenn wir den Rationalismus aufgeben müssen, dann müssen wir die Mythologie studieren. Look at all the myths of the universe, of the earth. Schauen wir mal all die Mythen an, die so in der Erdgeschichte gebildet wurden. Find the archetypes, und the common themes. Lass uns die Archetypen erkennen, die gemeinsamen Themen. The other disciple of Nietzsche and Freud was Joseph Campbell. Joseph Campbell war ein anderer weiterer Schüler von Nietzsche und Freud. He said, mind cannot know truth. Er sagte, der Verstand kann die Wahrheit nicht erkennen. Therefore we must tell each other stories. Deswegen müssen wir einander Geschichten erzählen. All religions are stories. Alle Religionen sind Geschichten. Islam and Judaism and Christianity and Hinduism, these are all myths. Islam, Judaismus, Christentum und Buddhismus, das sind alles Mythen. These myths may have been okay for their time. Für ihre Zeit waren die vielleicht in Ordnung. We should invent new myths for our times. Aber wir sollten für unsere Zeit neue Mythen erfinden. Turn our theories into dogmas. Unsere Theorien zu Dogmen umwandeln. Whether it's man-made global warming, ob es jetzt das von Menschen hergestellte der Klimawandel Bang, ist oder der Urknall, evolution, die Evolution, whatever, we should turn these into dogmas. Welche Theorien wir auch immer haben, wir sollten einfach Dogmen daraus machen. Oh, you don't believe me. Und das glaubt ihr mir nicht. Read Carl Jung's memoirs. Lest mal die Memoiren von Carl Jung. He publishes some correspondence between Freud and him. Da ist ein Briefwechsel zwischen ihm und Freud veröffentlicht. Jung writes to Freud. Jung schreibt an Freud. Sir, lieber Herr Freud, you say that these phenomena that we are studying is result of repressed sexuality. Sie sagen, dass diese Phänomene von psychischen Krankheiten, die wir hier studieren, ein Erscheinungsbild, ein Symptom unterdrückter Sexualität ist. But we don't have any hard empirical evidence to make that scientific assertion. Aber wir haben überhaupt keine empirischen Befunde dafür, um das zu beweisen, diese Annahme, die wir da treffen. Freud writes back. Freud schreibt ihm zurück. Yes, we don't have a solid conclusive evidence. Stimmt, Herr Jung, wir haben keine soliden empirischen Beweise. But we have to teach this as a scientific dogma. Aber wir müssen das trotzdem als wissenschaftliches Dogma lehren. That your mind is a product of your repressed sexuality. Dass unser Verstand ein Produkt unserer unterdrückten Sexualität ist. Why? Warum? Because the only alternative is occult. Denn die einzige Alternative wäre, dass diese Phänomene, die wir studieren, okkult sind. Maybe these mental disorders and hallucinations and diseases are products of demons. Vielleicht sind diese geistigen Verwirrungen oder Halluzinationen Dämonen, dämonische Wirkungen. Maybe people's ability to love and serve is fruit of the spirit.
Vielleicht ist ja die Fähigkeit, Menschen von Menschen zu lieben und zu dienen, eine Frucht des Heiligen Geistes. How can someone who is being nailed to the cross say, Father, forgive them? Wie kann jemand, der ans Kreuz genagelt ist, sagen, Vater, vergib ihnen? That's not chemical reaction. Das ist keine chemische Reaktion. That's not animal reaction. Das ist keine tierische When Impuls. An animal is threatened, he raises his hood. Wenn ein Tier bedroht wird, dann wirft es seine Klauen raus und die streckt die Hörner. But we can't accept supernatural explanations. Wir können aber keine übernatürlichen Erklärungen akzeptieren, sagt er. Therefore we have to teach our theory as a dogma. Deswegen müssen wir unsere Theorie als Dogma lehren. Let me move on. Jetzt mache ich weiter. My point is this. Ich will sagen, that these monks in these monasteries, diese Mönche in diesen Klöstern, were studying scriptures and prayer, but also logic and philosophy. Die studierten die Schrift und das Gebet, aber auch die Logik und die Philosophie. But they also had to work. Sie mussten aber auch arbeiten. Technology is combination of mind and muscles. Technik ist die Kombination von Geist und Muskulatur. When a woman goes to the river to bring water on her head, wenn eine Frau zum Fluss geht, um das Wasser auf dem Kopf nach Hause zu tragen, using muscles. Dann verwendet sie nur die Muskeln. When you begin to use the mind, wenn du auch den Geist verwendest, 2, 3, 4 people, 3, 4 Leute, can supply more water into every home than 10,000 women going and bringing it on their heads. Können 3, 4 Leute mehr Wasser in das Dorf liefern als 10,000 Leute auf dem Kopf tragen. So these monasteries began to cultivate a rational human being in the West. Diese Mönche, diese Klöster kultivierten ein vernünftiges menschliches Wesen hier im Westen. That's why the universities developed. Daraus entwickelten sich die Universitäten. In Prague out there, the citizens were racist. There was racism against Germans. In Prag waren damals die Bürger rassistisch gegen die Deutschen gerichtet. So the German students from Prague ran. Also flüchteten die deutschen Studenten aus Prag. Came to Leipzig. Kamen nach Leipzig. They didn't go to the castle to the ruler. Die gingen nicht zum Fürsten und klopften an das Tor des Schlosses. Please start a university. Bitte mach doch hier auch eine Universität auf und They didn't go to the city council. Auch nicht zum Stadtrat. They went to Augustinian monastery. Sie gingen zu den augustinischen Klöstern. Not there. Und klopften da an die Pforte. We can't study in Prague. Wir können in Prag nicht studieren. This is exactly what happened in Cambridge. Das ist genauso auch in Cambridge gewesen. The city beat up the monks, the boys in the monastery, in Augustinian monastery. Die Stadt hat die Studenten verprügelt. They ran away from Oxford. Dann liefen sie aus Oxford weg. They went to Cambridge. Gingen nach Cambridge. Because there was also an Augustinian monastery. Denn da gab es auch ein augustinisches they Kloster. They knocked at the monastery. Klopften an die Pforte. And that's how these monasteries turned into universities. Und so verwandelten sich diese Klöster in Universitäten. All the universities came out of monasteries or cathedral schools, such as Paris. Alle Universitäten entwickelten sich aus Klöstern oder aus Domschulen wie Paris zum State Beispiel. State had no interest in education. Der Staat hatte kein Interesse an der Bildung. Kings might fund. Die Könige haben das vielleicht finanziert. Therefore the university might be named after them. Deshalb wurden dann die Universitäten zum But Teil this nach funding den came after the church had already established the tradition of education. Die wurden nach den Fürsten benannt, aber außerdem Geld haben die nichts getan. Vorher hatten die Mönche die Bildung aufgebaut. Thanks to the Roman Catholic Church. Dank der römisch-katholischen Kirche the university was invented. Wurde die Universität erfunden. Though unfortunately for the first 400-500 years, obwohl das unglücklicherweise die ersten 400-500 Jahre, the university was a department of the church for the church by the church. War diese Universität eine Einrichtung von der Kirche durch die Kirche und die der Kirche gehörte. But this little German monk, aber dieser kleine deutsche Mönch, who was sitting in the castle of Wartburg and translating the New Testament, der da in der Wartburg saß und das Neue Testament übersetzte, he discovered this doctrine of priesthood of all believers. Der entdeckte diese Lehre von dem allgemeinen Priestertum aller if Gläubigen. If all believers are priests, wenn alle Gläubige Priester sind, if they have to know God, wenn sie Gott kennen if müssen, they have to worship God, wenn sie Gott anbeten müssen, then our singing should not be in Latin, it should be in German. Dann sollten wir keine lateinischen Lieder singen, dann sollten wir deutsche Lieder Everyone singen. Everyone must read the Bible. Jeder muss die Bibel lesen können. Everyone must learn to read and write. Und alle müssen lesen und schreiben lernen. Therefore, university should be for everyone. Deshalb sollten die Universitäten sich für alle öffnen. So he wrote a very strong letter. Deshalb schrieb er einen sehr starken Brief. Something like 1536. So 1536.
36. To the German nobility and merchants. An den deutschen Adel und an die Händler. That God wants everyone to study. Gott will, dass alle studieren und lernen können. But the church does not have the resources to teach everyone. Aber die Kirche hat nicht die Mittel, um alle zu lehren. Therefore, you must support the church. Deshalb müsst ihr die Kirche unterstützen. That's when the state got into the education movement seriously. An dieser Stelle wurde der Staat zum ersten Mal in das Bildungssystem einbezogen. And the universal education began. Und dann begann die allgemeine Schulbildung. In India, in Indien, in China, China, in Rome, Rom, in Egypt, Ägypten, in Greece, Griechenland, a fisherman didn't study. Hat ein Fischer niemals studiert. Someone milking cows, he doesn't need to know how to read and write. Jemand, der Kühe melkt, braucht nicht lesen und schreiben lernen. Someone making bricks, he doesn't have to be literate. Jemand, der Backsteine macht, muss nicht gebildet sein. That's where the Jews were in Egypt, slaves. Deswegen waren die Juden in Ägypten als Sklaven. Brickmakers and shepherds. Steinemacher und Hirten. When they were coming out into freedom, als sie in die Freiheit herauskamen, God had said, I will make you a great nation. Hatte Gott ihnen gesagt, ich mache euch zu einer großen Nation. God does something crazy. Gott macht was Verrücktes. He doesn't respect their oral culture. Er respektiert nicht ihre mündliche Kultur. They are illiterate oral learners. Sie sind ungebildete mündliche Lerner. God gives them a written text, two tablets of stones. Jetzt gibt ihnen Gott auf einmal einen schriftlichen Text, zwei Steintafeln mit Texten. If God has given you a written text, what do you have to do? Wenn Gott dir einen schriftlichen Text gibt, was musst you du dann tun? You have to learn to read and write. Dann musst du lesen und schreiben lernen. Well, read at least. Mindestens mal lesen. But God says you don't have paper and pen. Aber dann sagt Gott, ihr habt kein Papier to und make Stifte, copies of it. Um das abzuschreiben. So write it on your walls, on your doorpost. Schreibt's also an eure Türen und an die Türpfosten. Everyone has to learn to read and to write. Jeder muss lesen und schreiben lernen. God is saying meditate on this word day and night. Gott sagt, meditiert jeden Tag. That is to cultivate your mind. Kultiviert euren Verstand. Jews became mavericks in the ancient world. Die Juden wurden zu Multitalenten in der alten Welt. Paul was a maverick. Paulus war auch so ein Multitalent. A rabbi who was making tents. Ein Rabbi, der gleichzeitig Zelte machte. That was the culture that came to Europe. Das war die Kultur, die nach Europa kam. Well, I've only begun my lecture. Ich habe jetzt erst eigentlich angefangen mit meiner For the rest of it, you have to buy the book. Um den Rest mitzukriegen, müssen Sie das Buch kaufen. Why did the West become free? Political freedom, liberty. Warum wurde der Westen frei mit politischer Freiheit und persönlicher Freiheit? Why did this musical tradition develop? Warum entwickelte sich diese musikalische Tradition? There is no mosque anywhere in the world which has these musical instruments. Es gibt keine Moschee in der Welt, wo man solche Musikinstrumente oder Chöre findet. Why did this compassion in medicine develop? Warum hat sich dieses Mitleid in der Medizin entwickelt? Why did this concept of nation develop? Warum ist dieses Konzept von Nation entstanden? You are celebrating your city. Ihr feiert eure Stadt. Why are European cities so much better than Indian cities? Warum sind europäische Städte so viel besser als indische? A British historian. Ein englischer Historiker Tristram Hunt wrote a book called Building Jerusalem. Schrieb ein Buch, das Jerusalem bauen. Industrial Revolution had messed up London and Manchester and Liverpool and Glasgow. Die industrielle Revolution hatte London, Manchester, Glasgow zu einem Chaos gemacht. If you read Oliver Twist by Charles Dickens, it describes that London was as bad as the slums in Mumbai. Wenn man von Charles Dickens Oliver Twist liest, dann kann man da sehen, wie diese Stadt London in einem ähnlich üblen Zustand wie Mumbai war. The social historian is studying how were these beautiful cities created out of the corruption of the Industrial Revolution. Und dieser Sozialgeschichtsschreiber, der studierte, wie entstanden diese wunderschönen Städte aus der industriellen Revolution heraus. He studies the records of municipal councils debates. Er hat die Debatten von solchen bürgerlichen Versammlungen studiert. Should we build a school here, a church here, a garden here, a park here? Sollten wir hier eine Schule bauen, eine Kirche da, einen Park dort? Why? Warum? And he finds that the most of the winning arguments came from this book. Und er stellte dann fest, dass die meisten Argumente für den Städtebau, die gewannen aus diesem Buch. From the vision of the new Jerusalem.
Die Vision des neuen Jerusalem. A city with river and trees and garden. Eine Stadt mit Fluss und Garten. The impact of why you have such cities that deserve celebration. Die Wirkung, dass wir überhaupt solche Städte haben, wo man, die man feiern kann. I haven't studied why German cities are so good. Habe jetzt noch nicht studiert, warum die deutschen Städte so gut sind. But I did read why British cities are so good. Aber warum die englischen gut sind, das habe ich gelesen. This is the soul of Western civilization. Das ist die Seele der westlichen Zivilisation. Therefore, I want to salute you. Deswegen möchte ich Sie grüßen. That as you begin celebrating your city today, indem Sie, wenn Sie heute beginnen, Ihre Stadt zu feiern, you want to begin celebrating this book, which created this society. Dann sollten Sie auch dieses Buch feiern, das Ihre Gesellschaft with erschaffen freedom, hat. Mit Freiheit. With justice. Gerechtigkeit. With trust. Vertrauen. With human rights. Menschenrechte. With human dignity. Menschenwürde. With science. Wissenschaft. With technology. Technik. With legal system. Einem Gesetzsystem. Etc. Und so weiter. So, thank you for the privilege. Danke für das Vorrecht. For participating. Dass Sie hier dabei in waren. In the celebration today. Dass ich heute bei der Feier, Stadtfeier dabei sein durfte. If you want to hear the rest of the impact of the Bible. Wenn Sie den Rest dieser Wirkung der Bibel hören wollen. Please pray that your television. Beten Sie, dass Ihr Fernsehen. Will invite me to make a long series. Mich einlädt, eine lange Serie zu verfilmen. A journey to the soul of Western civilization. Eine Reise zur Seele der westlichen Zivilisation. I'd like to take half a dozen scholars from around the world. Möchte gerne ein halbes Dutzend Gelehrte, Studenten aus der ganzen Welt zusammenrufen. On a journey to understand the rise of the West. Und mit ihnen eine Reise machen, um dieses Aufstreben des Westens zu verstehen. And to understand zu verstehen. Why the West is rejecting its soul. Warum der Westen jetzt heute seine Seele, seine eigene Seele ablehnt. And what will happen when you amputate your soul. Und was passieren wird, wenn man sich die Seele rausamputiert. How you destroy all the beauty that your ancestors created. Wie man dadurch alle Schönheit zerstört, die unsere Ahnen, unsere Vorfahren geschaffen haben. If you want to know more about that film series, do contact. Wenn Sie mehr über diesen Film wissen wollen, dann können Sie mich kontaktieren. Ich sage Ihnen gleich wie. Thank you. Vielen Dank. Thank you. Soll ich jetzt